herzlich willkommen bei der Nordhessen-Rundschau. Mein Name ist Jasmin Schwarze. Wir sind heute schon ganz früh aufgestanden, denn heute findet hier hinter uns im Staatstheater die Preisverleihung des Glas der Vernunft statt. Es werden zahlreiche Gäste erwartet. Unter anderem wird sprechen Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Herr Rebrand Brantel, ein deutscher Jurist, Autor und Journalist, dann Bernd Leitfeld, Herr Buckelmann, der Intendant des Staatstheaters und noch viele weitere. Außerdem wird die Big Band der Jakob-Grimm-Schule und der Heinrich-Schütz-Schule spielen. Und es wird heute kein geringerer als Edward Snowden geehrt. Er ist der diesjährige Preisträger. Herr Snowden hat sich für die Menschenrechte eingesetzt und dabei seine komplette Existenz aufs Spiel gesetzt. Und deswegen wird er heute auch hier geehrt werden. Wir sind schon sehr gespannt auf die Redner und auf die Ehrung und werden im Anschluss noch zahlreiche Gäste dazu interviewen, wie sie die Veranstaltung gefunden haben. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß bei unserem Interview. Dankeschön. Inzwischen eine so große Ausstrahlung gefunden hat. Unter uns sind auch mindestens 80 Schülerinnen und Schüler, die gestern im Rahmen des Kasseler Jugendsymposiums Gelegenheit hatten, mit Herrn Professor Bernhard Schlink schon das heutige Thema gemeinsam zu diskutieren. Sie sehen, wir gehen in die nächste Generation mit unserem Preis. Ich begrüße den ersten Bürger der Documenta Stadt Kassel, Oberbürgermeister Bertram Hilgen, der gleich zu Ihnen sprechen wird. Ich begrüße unsere beiden Referenten, Professor Dr. Bernhard Schlink und Professor Dr. Herbert Brantel. Ich begrüße auch den Ehrenvorsitzenden, Professor Hans-Jörg Melchior, der 25 Mal die Preisverleihung als Vorsitzender geleitet hat. Herzlich willkommen. Ich bedanke mich schon jetzt bei der Big Band der Heinrich-Schütz-Schule und der Brüder Grimm-Schule, die gerade unter der Leitung von Bernd Trussheim gespielt haben. Gleich kommt Rebecca Möller und Lisa Sommerfeld, die jeweils die Band leiten werden. Der Jazz-Song von Mercer Ellington, den Sie dem Sohn von Duke Ellington aus dem Jahre 1941, den Sie gerade gehört haben, trägt den Titel Things Ain't What They Used To Be. Nichts ist mehr so, wie es früher war. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur 26. Verleihung des Bürgerpreises Glas der Vernunft begrüße ich auch Sie, begrüße auch ich Sie, im Namen der Stadt Kassel ganz herzlich hier im Kasseler Staatstheater. Begrüßt hätten wir natürlich sehr gerne heute Vormittag auch den diesjährigen Preisträger, doch wie wir alle wissen, kann er nicht hier sein. Eine, wenn auch mittelbare Begegnung wird es heute der modernen Technik sei Dank doch geben können und die Generalprobe jedenfalls hat funktioniert. Lassen Sie uns also darauf
warten und vorher viele wichtige Aspekte durch die Vorträge unserer beiden Gäste hören. Und deswegen begrüße ich ganz besonders herzlich Herrn Prof. Dr. Bernhard Schlink und Herrn Prof. Dr. Herbert Brandl. Seien Sie uns in Kassel ganz herzlich willkommen. Verehrte Festgäste, liebe Mitbürger und Mitbürger, das Glas der Vernunft ehrt seit 1991 Persönlichkeiten, die sich, ob mit Mitteln der Kunst, der Wissenschaft, der Medizin, in der Politik, der Philosophie oder in anderer Weise, in herausragender Weise um Aufklärung, Vernunft und Toleranz verdient gemacht haben. Wir ehren ihn für das, was er getan hat, für den Preis, den er gezahlt hat, für die moralische Überzeugung, aus der er und für die Klugheit, mit der er gehandelt hat. Er hat offenbar gemacht, dass wir weltweit, nicht nur in den USA, auch in Deutschland, in einem Ausmaß überwacht werden, das uns schlechterdings unvorstellbar war. Liebe Freundinnen und Freunde der Vernunft und der Aufklärung, die in diesen Zeiten wieder so bitter notwendig ist. Warum sind Vernunft und Aufklärung wieder so bitter notwendig? Es gärt in Europa. Ob es Wein oder Essig werden wird, ist ungewiss. Georg Christoph Lichtenberg hat diesen Satz über die Lage in Frankreich während der Französischen Revolution geschrieben. Denn Prism ist das System, das Edward Snowden 2013 aufgedeckt und veröffentlicht hat. Es ist ein System, mit dessen Hilfe die NSA die Online-Kommunikation von Menschen aus aller Welt überwachen kann. Nun bekommt Edward Snowden einen Preis, der heißt Prism of Reason. Die ganze Veranstaltung für Herrn Snowden übersetzt hat. Insofern darf ich Deutsch weiterreden und Ihnen die Verleihungsurkunde Herrn Snowden vorlesen. Edward Snowden hat mutig und in festem Glauben an Menschenrechte eine Gewissensentscheidung getroffen, die weltweit zum Nachdenken über verfassungsmäßige Grundrechte geführt hat. Seine Enthüllungen haben die Völker der westlichen Welt wachgerüttelt und deren Bürger dazu ermutigt, in Wort und Tat für Freiheit und Recht einzutreten und einzustehen. In Respekt auch vor den persönlichen Opfern, das er noch fortdauernd erbringt, ehren ihn die Kasseler Bürger mit dem Glas der Vernunft 2016. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
I could say a few words. It's difficult to express the honor and gratitude I feel for your support. Wenn ich ein paar Worte sagen darf, es ist schwer, Worte zu finden, um auszudrücken, wie geehrt ich mich fühle, wie dankbar ich Ihnen bin. We've had so many incredible speeches today that I don't want to go over everything that we've learned, everything that we know, what's actually happened in relation to surveillance. Wir haben so viele wunderbare Reden heute hier schon gehört. Ich möchte nicht alles noch einmal ansprechen, was mit Überwachung zu tun hat und gesagt wurde. Instead, I want to talk briefly about what it actually means, what all of these systems that have arisen, the impact that they have, because the primary lesson of 2013 was not really about surveillance or about espionage or anything else. It was about the character of our societies being changed in secret. Ich möchte vielmehr etwas sagen über das, was all dieses Handeln bewegt, sozusagen der Rhythmus, den wir in all diesen Vorgängen beobachten können und die Konsequenzen der Systeme. Denn die wichtigste Lektion, die wir gelernt haben 2013, hatte nichts mit Überwachung oder Spionage im eigentlichen Sinn zu tun, sondern vielmehr mit dem, was sich darüber in unseren Gesellschaften im Charakter unserer Gesellschaften ändert. We're witnessing the construction of a world in which the most common political value is fear. From Washington to Moscow, from Beijing to Berlin, we are all too frequently hearing the most powerful officials arguing that we're living in the midst of a period of unprecedented danger, and that the threats we face today are greater than ever, and therefore we must reorder, rebalance the measure of human rights in our society. Wir erleben die Entstehung einer Welt, in der die Angst die wichtigste politische Sache, der wichtigste politische Wert ist. Von Washington bis Moskau, von Peking bis Berlin hören wir immer wieder die mächtigsten Vertreter des Staates sagen, dass wir in einer Zeit nie gesehener Gefahr leben, dass die Bedrohung, der wir uns heute stellen, größer ist als je und sich die Dinge daher ändern müssen, auch mit Blick auf die Menschenrechte. Over the last decade, this has given rise to a creeping authoritarianism, a belief that the single most important factor in determining the direction of our society are the desires of governments, where the morality of a given thing has become less important than the simple lawfulness of it. In den letzten Jahrzehnten hat das zu einem schleichenden Autoritarismus geführt, zum Glauben, dass der wichtigste Faktor, der die Richtung unserer Gesellschaft vorgibt, der Wunsch der Regierungen sei und die Moral einer Sache weniger wichtig als ihre Gesetzlichkeit. Man einen großen Respekt hat vor dem, was der Künstler, in dem Fall Sie, auf der Bühne geboten haben. Wir sind bei Ihnen und wir möchten gerne jetzt zum Schluss, möchte ich den Oberbürgermeister noch mal bitten, auf die Bühne zu kommen und meine beiden Stellvertreter, Frau Ettinger-Brenkmann und Herr Mehlich, weil wir machen jetzt die Preisverleihung. Die Preisverleihung besteht ja aus zwei Teilen. Zum einen haben Sie alle Geld gespendet, was wir an Snowden geben. Und wir haben eine todsichere Bankverbindung gefunden. Was tun wir jetzt mit diesem wunderbaren Preis? Ich hätte Ihnen den gerne nach Moskau gebracht. Aber ich wollte auch nicht eine Gefährdung dadurch machen, dass irgendjemand auf meine Spuren macht. Deshalb haben wir uns überlegt, Herr Snowden, der Oberbürgermeister dieser Stadt ist auch der Kulturdezernent. Und wir übergeben jetzt diesen wunderbaren Preis von Karl-Oskar Blase an den Kulturdezernenten, der diesen Preis in das städtische Museum, in das Stadtmuseum bringen wird und dort
bleibt dieser Preis so lange, bis Sie, Herr Snowden, ihn persönlich abholen werden. Museum wütend wie unsere Augapfel und es wird das einzige Exponat sein, bei dem wir uns freuen, wenn es das Stadtmuseum wieder verlässt. Wir freuen uns jetzt, Professor Melchior begrüßen zu dürfen. Herr Melchior, wie haben Sie die Preisverleihung heute empfunden? Ein absoluter emotionaler Höhepunkt. Es war eine ganz großartige Veranstaltung. Beginnen, dass wir jetzt mal wirklich keine international bekannten Künstler auf der Bühne hatten, sondern eine Jugend-Big Band, in der übrigens mein Enkel mitspielt. Das ist ja schön. Dann natürlich die beiden großartigen Reden. Der eine mehr nachdenklich und der andere zukunftweisend. Und er trifft mich tief in der Seele, wenn ich höre, dass wir hatten ja vor 2 Jahren den Kösek hier als Preisträger wegen der Situation in Ungarn. Und wenn ich sehe, Brexit, die Österreicher schotten sich ab, der Balkan wird dicht gemacht, und keiner hilft den Italienern und Griechen, die Leute, die übers Meer kommen, aufzunehmen. Ich finde das eine so unwürdige und glückliche Idee. Und das hat Prandtl wirklich auf den Punkt gebracht. Und dass es uns dann gelungen ist, trotz aller Widrigkeiten, eine Live-Schaltung, wie heißt das, wenn man mit den Enkeln telefoniert, Videotelefonie. Da gibt es irgendeinen Spitzer, spielt auch keine Rolle. Ja. Skypen. Skypen, genau. Dass man über Skypen so eine Schaltung hinkriegt, auch mit der Bildqualität, auch wenn es ein gewisses Synchronisationsproblem ist, weil der Schall länger braucht als das Bild. Und dann die Emotionen, die Snowden gezeigt hat. Er hat uns ja gesehen. Der hat gesehen, dass wir alle aufgestanden sind. Ja? Das hat ihn also zutiefst beeindruckt. Ja, also das fand ich auch sehr emotional, diesen Moment, wo alle aufgestanden sind. Großartig. Wie haben Sie das denn hinbekommen, dass diese Live-Schaltung zustande gekommen ist? Da fragen Sie mal die Techniker. Ich kann Ihnen zeigen, wie man vielleicht noch einen Stein irgendwo raus operiert, aber ich bin schon mit meinem Handy überfordert. Ja, ganz toll. Also super Veranstaltung. Und ich glaube, alle waren tief beeindruckt und begeistert, dass wir ihn live heute hier sehen konnten. Herzlichen Dank, Professor Melchior. Vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Nun haben wir einen weiteren Gast hier im Opernhaus. Sagen Sie mal, wie haben Sie die Preisverleihung heute empfunden? Ich fand sowohl die Reden als auch die Abschlussrede von Herrn Snowden sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend für mich war auch im Grunde, dass alle Reden letztendlich einen weiteren Fokus gespannt haben auf das letztendlich, um was es auch Herrn Snowden offensichtlich ging. Und was sagen Sie dazu? Wieso hat Herr Snowden diesen Preis verdient? Herr Snowden hat den Preis verdient, das kam ja auch in jeder der Reden zum Ausdruck, weil er das gezeigt hat, was in unserer Gesellschaft zwar immer wieder gefordert wird und immer wieder in Sonntagsreden angemahnt wird. Herr Snowden hat für mich gelebte Zivilcourage gezeigt. Vielen Dank. Jetzt haben wir hier Herr Prandtl zu Gast, was uns sehr freut, einer der Redner. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer herausragenden Rede. Das hat, glaube ich, alle Gäste sehr beeindruckt. Dankeschön. Wie haben Sie die Preisverleihung erlebt und die Live-Schaltung zu Edward Snowden?
Es war eine ganz wunderbare Veranstaltung. Wenn als Journalist erlebt man viele Veranstaltungen. Aber so gelungen wie die heutige war, habe ich selten eine erlebt. Es reicht ja nicht, dass alle Dinge klappen, dass die Redner reden, die Musik spielt, alle einigermaßen in der Zeit bleiben, sondern dass ein Funke überspringt. Und die Art und Weise, wie der Preisträger heute, Edward Snowden, einbezogen war, wie er offenbar auch die Veranstaltung als Ganze mitbekommen hat, das Publikum, die Reden, es war was sehr, sehr, sehr Besonderes. Das haben, glaube ich, auch alle Gäste hier so empfunden und deswegen gab es auch diese Standing Ovation. Ja, es war eine Standing Ovation für diese Leistung, diesen Mut dieses Edward Snowden. Vielleicht haben sich auch manche gedacht, die ihn noch nie länger gehört haben, na Gott, irgendwie so ein Internet-Freak. Aber er hat ja auch gesprochen in einer sehr sympathischen Weise, nicht abgehoben, hat seine Beweggründe schön dargestellt, hat aus seiner Sicht erläutert, wo die Politik, wo die Weltgesellschaft heute steht und warum Aufklärung und die Verteidigung des liberalen Rechtsstaats so wichtig ist. Und ich glaube, es hat die Leute ergriffen. Und wenn wir heute verschiedene Menschen und verschiedene, auch Prominente, gesagt haben, sie hätten aus der heutigen Veranstaltung gelernt, dass Whistleblowing wichtig ist, dann ist es ein ganz grandioser Erfolg. Vielen Dank. Mit den Worten schließen wir das kurze Interview und danken Ihnen. Dankeschön. Jetzt haben wir den Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Herrn Hilgen, zu Gast. Herr Hilgen, wie haben Sie die Preisverleihung heute empfunden? Es war eine sehr bewegende. Und dass Edward Snowden dann auch noch tatsächlich dabei war, jetzt nicht physisch, aber über die TV-Verbindung, das war besonders. Und wenn man überlegt, der junge Mann ist 33 und was er uns zu sagen hatte, war wichtig. Und auch die beiden Festredner haben, glaube ich, noch mal ein Stückchen uns aufgerüttelt. Und das Kasseler Publikum ist aufgestanden, es gab Standing Ovations. Haben Sie damit gerechnet im Vorfeld? Das kann man nicht mitrechnen oder nicht mitrechnen. Das ergibt sich spontan aus der Situation heraus. Und dass es so war, zeigt eben auch, dass die Menschen hier in unserem Staatstheater berührt, angerührt und ich bin sicher auch ein Stückchen aufgerüttelt sind. Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch, vielen Dank. Und nun haben wir Familie Gerke zu Gast. Hallo ihr beiden, wie habt ihr die Veranstaltung heute erlebt? Also ich muss sagen, das war eine der besten Veranstaltungen, die ich vom Glas der Vernunft erlebt habe. Ich bin von den letzten 26 Jahren sicherlich 20 Jahre dabei gewesen. Es waren große Preisträger dabei, aber heute hat alles zusammengepasst. Die beiden Referenten, sprich der Laudator und der Festredner, als auch dann die Live-Schaltung zu Edward Snowden nach Moskau, hat mich beeindruckt. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass wir heute Edward Snowden noch live erleben. Eine ganz tolle Veranstaltung. Gerade die Live-Schaltung mit Edward Snowden hat mich auch echt berührt. Also ihn da so zu sehen, irgendwo in Russland sitzend, ganz allein und auf das, was er alles verzichtet hat, das ist schon stark beeindruckend, wenn man hier dann unter so vielen Leuten diese tolle Veranstaltung genießen kann und weiß, er sitzt ganz allein dort und hat sich sicherlich über den Preis gefreut, aber hat halt einen sehr, sehr hohen Preis auch gezahlt. Ich denke auch, er war ja selber auch sehr emotional und tief berührt und ich glaube, die Standing Ovations, was er ja dann auch gesehen hat, haben ihm vermutlich auch Kraft gegeben, dass er auf dem richtigen Weg ist. Ja, das denke ich auch. Also er war sichtlich gerührt, das hat man immer wieder gesehen und diese Initialzündung heute mit dem Kasseler Bürgerpreis mag vielleicht eine Zündung sein für einen späteren Friedensnobelpreis, wie das heute ja in den Reden auch rauskam. Und damit eine Chance, dass er vielleicht irgendwann auch wieder ein freireisender Bürger ist. Ob er so schnell in die USA zurück kann, das wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest vielleicht auch nach Europa reisen kann, sprich nach Deutschland, auch wenn das sicherlich noch Jahre dauert, bis das Realität ist. Vielen Dank für das Interview und noch einen schönen Tag. Und zwei weitere Gäste. Wie habt ihr denn heute die Veranstaltung hier erlebt? War so ein ganz emotionaler Moment auch, wo dann der Vorhang aufgegangen ist und der Herr Snowden zu sehen war. Wahnsinn. Also hat man richtig gespürt, die Energie, die da im Raum war. Glaubst du, er hat den Preis verdient und er ist ein würdiger Preisträger? Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ich sehe das genauso. Mich hat es sehr, sehr berührt, fast zu Tränen berührt.
als er gesprochen hat. Und ja, ich bin total begeistert von seiner Rede gewesen und er hat diesen Preis zu 100% verdient. Dann vielen Dank und einen schönen Sonntag noch. Danke ebenfalls. Wie haben Sie heute die Veranstaltung hier erlebt? Also ich bin sehr berührt von der Veranstaltung, weil mir klar geworden ist, dass diese Veranstaltung eine unglaubliche Strahlkraft haben wird. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich heute hier teilnehmen konnte und bin sehr, sehr glücklich, mittlerweile Kasslerin zu sein, denn diese Veranstaltung zeigt, dass die Kasseler Bürger hier eine unglaubliche geistige Größe haben, die ich zuvor nicht vermutet habe, aber die über die Grenzen Nordhessens und Deutschlands und der Welt hinweg wirken wird. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ja, aber auf jeden Fall sehr emotional, der Tag heute hier mit den Standing Ovations. Auf jeden Fall. Also ich habe die Tränen in den Augen gehabt und ich kann nur sagen, das war sowas von berührend, einfach auch, das ist eine Vision für die Zukunft, dass Menschen aufstehen, dass sie sich einsetzen dafür, wo sie wirklich für stehen, für ihre Werte stehen, ja, und eben nicht immer nur angepasst sind und Angst davor haben, die Missstände nicht anzuprangern, die vorhanden sind. Die gibt es in unterschiedlichster Form. Gibt es natürlich auch in Unternehmen und in der Politik und überall. Und ich finde, dass der Snowden da wirklich ein hervorragendes Beispiel ist. Vor allen Dingen so ein junger Mann, der so eine Persönlichkeit hat. Und ich glaube, solche Menschen brauchen wir wirklich mehr in unserem Land. Menschen, die Persönlichkeit haben, die sich trauen, die Wahrheit zu sagen und für die Dinge zu gehen, die ihnen wirklich wichtig sind. Stimmt. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag und danken Ihnen für das Statement. Gerne. Tschüss. Jetzt freuen wir uns, Erich Kersting begrüßen zu dürfen, den ehemaligen Geschäftsinhaber von dem Sporthaus Kajolé. Herr Kersting, wie haben Sie die Veranstaltung heute empfunden? Ich fand es ganz, ganz toll. Und ich habe gerade den Herrn Professor Melchior gratuliert, weil er ja einer der Hauptinitiatoren dieser Veranstaltung ist und sich viele Jahrzehnte dafür engagiert hat. Ist denn Deutschland bereit für Herrn Snowden? Ich glaube es nicht. Und zwar, weil sie den Druck von Amerika haben. Deutschland ist für meine Begriffe sehr, sehr abhängig von Amerika. Und aus diesem Grund wird sich die deutsche Politik nicht trauen, ihm Asyl zu gewähren. Einen herzlichen Dank für die Stellungnahme und noch einen wunderschönen Sonntag. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Jetzt haben wir Frau Homm hier. Frau Homm, wie hat Ihnen die Veranstaltung heute hier gefallen? Ganz toll. Ich war also sehr, sehr bewegt, also auch emotional, wo also dann auch also, der Edward Snowden zugeschaltet war. Also es war also wirklich überwältigend. Also ich muss ehrlich gestehen, ich kämpfte sogar ein bisschen mit den Tränen. Ich glaube, viele andere auch. Auch, ja, ja. Auch, also, und auch also die Redner also, waren also ganz toll, also haben es genau auf den Punkt gebracht. Also ich bin froh, dass ich heute dabei sein durfte. Ja, dann herzlichen Dank für die Stellungnahme und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Dankeschön, Ihnen auch.